Die genetische Bearbeitung von Pflanzen, um essbare Impfstoffe zu enthalten, ist in vollem Gange. Gearbeitet wird mit Bananen, Kartoffeln, Tomaten, Salat, Reis, Weizen, Sojabohnen und Mais. Unternehmen wie Medicago nutzen Gen-Editing, um Pflanzen in Mini-Bioreaktoren zu verwandeln. Die Produktionsstätte von Medicago sieht aus wie eine Gärtnerei, aber in diesen Anlagen wird eine neue Art von Impfstoff angebaut. Die Technologie wird als virusähnliches Partikel bezeichnet. Bei Medicago wenden wir einen sorgfältigen schrittweisen Prozess an, um Impfstoffe zu entwickeln, wobei wir unsere Pflanzen als Mini-Bioaktoren verwenden. Wir beginnen mit einer Gensequenz oder einem Code eines Virus. Anschließend verwenden wir unsere Technologie, um den Viruscode zu einem echten biologischen Produkt zu synthetisieren. Der Code enthält genetische Anweisungen, die unsere Pflanzen lesen können, und wir fügen ihn in Bakterien ein, die Agrobacterium tumefaciens genannt werden. Wir tauchen die Pflanzen in ein Bad mit den Bakterien, die die Informationen in die Pflanzenzellen tragen. Und mit einem Vakuum saugen wir die Luft zwischen den Pflanzenzellen ab und ersetzen sie durch die Flüssigkeit. Die Pflanzen nehmen es auf wie ein Schwamm. Am Ende ihres Bakterienbades bringen wir unsere Pflanzen zurück in ein sorgfältig kontrolliertes Gewächshaus, damit sie mindestens 4 Tage lang ihrem natürlichen Wachstumsgeschäft nachgehen können. Jetzt beginnen die Pflanzen mit der Produktion des wichtigsten Inhaltsstoffs unserer Impfstoffe, virusähnlicher Partikel. Gene-Editing ist jetzt offiziell in unserer Fleischindustrie. Lobbyisten der Viehzüchter und Schweinefleischverbände in mehreren Bundesstaaten haben bestätigt, dass sie die mRNA-Covid-Impfstoffe bei ihrem Vieh einsetzen werden. Rechtsanwalt Tom Renz hat davor gewarnt, dass es kein Gesetz gibt, das jemanden verpflichtet, eine informierte Zustimmung für Impfnahrung zu geben. Es gibt keine Gesetze, die jemanden dazu verpflichten, ihnen zu sagen, dass die Lebensmittel, die sie kaufen, mit dem Spike-Protein-Gerinnsel-Schuss gewachst wurden. Das Vereinigte Königreich hat kürzlich das Genetic Technology Precision Breeding Bill verabschiedet. Der Gesetzentwurf ändert das Umweltschutzgesetz von 1990, um Bezugnahmen auf Präzisionsbrotorganismen auszuschließen, soweit sie sich auf die Vermarktung beziehen. Präzisionsbrotorganismus ist ein anderer Begriff für geneditiert. So können jetzt in Großbritannien Lebensmittel, die gentechnisch verändert wurden, legal als gentechnikfrei vermarktet werden. Und wenn dieses britische gentechnisch veränderte Fleisch seinen Weg nach Amerika findet, kann es auch hier als gentechnikfrei gekennzeichnet werden. Und solange es in Amerika geschlachtet wird, kann es als Produkt der USA bezeichnet werden. Das gefälschte alternative Fleisch, das von Bill Gates und anderen vorangetrieben wird, besteht aus unsterblichen Zelllinien. Mit anderen Worten, krebsartige Tumorzellen. Echtes Fleisch wird für den Klimawandel verantwortlich gemacht, und eine kürzlich durchgeführte unabhängige Studie legt nahe, dass der größte Teil unseres Fleisches bereits kontaminiert ist. Mittels Infrarotspektroskopie und Elektronenmikroskopie untersucht Dr. Anna Maria Mialcha seit über einem Jahr das Blut von Gewachsten und Ungeimpften. Und zuerst fand sie die gleiche Kontamination nur im Blut der Entwurmten, eine Kontamination, die sie als bandartige Strukturen beschreibt, ähnlich wie die mysteriösen Blutgerinnsel, die von Gerichtsmedizinern gefunden wurden. Aber in letzter Zeit hat sie diese bandartigen Strukturen auch im Blut der Ungeimpften gefunden. Durch die Messung der Frequenz eines dieser mysteriösen gummiartigen Blutgerinnsel hat Dr. David Jenigen eine Methode entwickelt, um die gleiche Frequenz im Wachs nachzuweisen. Kürzlich hat er diese einzigartige Frequenz in dem Fleisch gefunden, das in seinem örtlichen Lebensmittelgeschäft verkauft wird, und Dr. Mialcha gebeten, seine Ergebnisse zu bestätigen. Ihre Mikroskopie zeigte, dass die Blutproben, die von Produkten im Lebensmittelgeschäft entnommen wurden, alle mit ähnlichen bandartigen Strukturen kontaminiert waren, die im Blut der Gewachsten zu finden waren. Das meiste Fleisch in den Lebensmittelgeschäften stammt aus Übersee, und wenn wir unkontaminiertes Fleisch essen wollen, müssen wir damit beginnen, direkt von Farmen in Amerika zu kaufen, die immer noch alle natürlichen organischen Proteine produzieren, und die Kontrolle über unsere demozide Regierung zurückgewinnen.
Ein Gesetzentwurf, der lediglich die Kennzeichnung von Produkten vorschreibt, die ihre Gene verändern können, von Unternehmen verlangt, Informationen über die Übertragbarkeit genverändernder Eingriffe auszutauschen und auch eine vollständig informierte Zustimmung für alle Impfstoffe, Gentherapien oder medizinischen Eingriffe verlangt. Dies ist eine entscheidende Gesetzesvorlage, die vor Jahren in jedem US-Bundesstaat hätte verabschiedet werden sollen, aber die Nashörner in Missouri, angeführt von den Demokraten und dem republikanischen Sprecher des Repräsentantenhauses, Dean Plotcher, führen das Missouri House Bill 1169 nur langsam durch den Ausschuss, um zu verhindern, dass es genehmigt wird. Sitzung. Die Gesetzgeber von Missouri behaupten, dass sich die Kennzeichnungsanforderungen von denen anderer Bundesstaaten unterscheiden würden, und sie befürchten, dass die Menschen Angst davor haben könnten, die Wahrheit zu erfahren. Verabschiedung guter Rechnungen zum Schutz der Pharma in Missouri. Frenz weist darauf hin, dass die Antwort darauf lautet, dass die Lobbyisten Big Pharma keine legitime Grundlage haben, um öffentlich gegen ein Gesetz zur Offenlegung der Einwilligung nach Aufklärung zu argumentieren. Also haben sie versucht, die Landwirtschaftslobby dazu zu bringen, ihre Drecksarbeit zu erledigen. Es liegt auch daran, dass die landwirtschaftlichen Bioingenieure und Big Pharma ein und derselbe Bär sind. Big Pharma Eigentümer von Monsanto ist, einem der größten Saatgutproduzenten der Welt. Big Pharma möchte nicht, dass die Menschen wissen, dass sie Lebensmittel verwenden werden, um ihre zu verändern Genetik. Es gibt übrigens zwei Seiten. Keine Schriftsteller, keine Witze, nichts, nur sehr einfach. Sie können es lesen. Es ist das Hausgesetz 1169 in Missouri. Die mRNA-Gentherapie-Medikamente, und übrigens, wenn ich das sage, nur für alle, die es nicht wissen, ich habe modernistische Dokumente. Sie nennen es eine Gentherapie. Sie haben mehr als 2 Jahrzehnte daran gearbeitet. Also gingen sie zur Agrargemeinschaft. Sie gingen zur Missouri Calamus Association, zur Missouri Corn Growers Association, zur Missouri Pork Association, zum Farmbüro und zu Sojabohnenzüchtern. Sie gingen zu diesen Typen und sagten, hey, wir brauchen sie, um sich dem zu widersetzen. Denken Sie daran, die 2 größten Inhaber von Ag in diesem Land sind Bill Gates und die KPCH. Die Einführung des Impfstoffs ist jetzt ein Misserfolg. Sie werden keine Menschen wie Sie und ich und unsere Freunde sein. Sie können dieses Material nicht mit einer Nadel in die Venen der Menschen bringen. Also werden Sie jetzt zu Plan B übergehen und versuchen, es mit der Nahrungsversorgung in unseren Körper zu bekommen. Die Globalisten wollen nicht, dass die Vereinigten Staaten existieren, geschweige denn stark sind. Ich sehe mir all diese Lebensmittelverarbeitungsanlagen an, die in Flammen aufgehen und Züge entgleisen. Ich meine, das ist vor 2020 in den Vereinigten Staaten noch nie passiert, verschwindend selten. Der Herzschlag hier oben auf der Nordseite des Ohio River. Verstehen Sie das? Dieses Land wird angegriffen. Unsere Nahrungsquelle wird angegriffen. Das ist unkonventionelle Kriegsführung. Wir müssen das verstehen, und wir müssen ernst nehmen, wie wir Lösungen finden können. Im Jahr 1992 sagte Maurice Strong, Generalsekretär des UN-Erdgipfels und Mitglied des Club of Rome, es sei klar, dass die gegenwärtigen Lebensstile und Konsummuster der wohlhabenden Mittelschicht, die einen hohen Fleischkonsum, den Verzehr großer Mengen gefrorener Fertiggerichte, Nutzung fossiler Brennstoffe, Besitz von Kraftfahrzeugen, kleinen Elektrogeräten, Klimatisierung von Wohn- und Arbeitsstätten und Vorstadtwohnungen sind nicht nachhaltig. Der Punkt ist, dass das alles zusammenpasst, oder? Wie zum Beispiel das Ackerland übernehmen, das Ackerland aufkaufen, Menschen unfähig machen, ihr eigenes Essen anzubauen, ihr eigenes Vieh zu züchten, ihre eigenen Schafe zu züchten, was auch immer es ist. Und dann müssen sie die fränkischen Lebensmittel essen, die aufgekauft und in dem Ausmaß kontaminiert wurden, dass sie von Bill Gates, von China, beschreiben. Es ist entsetzlich. Für die schweigende Mehrheit war es nie klar, dass die neue Weltordnung aus allen Richtungen Blitzkrieg und Karmic ersetzt.